Zeit ist Fisch. Auf den Plätzen fertig los. Ja. Ein wunderschöner Fisch. Oh, ist der dick. Guck mal, wie dick der Bauch ist. Die Punkte, die brauchen wir. That's the game changer. Number one. Don't forget that Swedish anglers are the best. Der YouTube Predator Cup 2019 wird präsentiert von Casio ProTrack, Shimano und Nice. Tobias Eckwahl tritt wie im letzten Jahr für den YouTube-Channel kanalgratis.se an. Der Mann aus Kalmar fischt am liebsten in den schwedischen Schären. Sein Lieblingszielfisch ist der Barsch, den er vorzugsweise mit dem Jig aufs Korn nimmt. Der Fisch seines Lebens war ein Barsch mit 53 cm Länge und einer Masse von 2,75 kg. 2018 kam Tobias bis ins Finale. Kein Wunder, dass er sich für das verlorene Endspiel bei Dustin Schöne revanchieren will. Tobis Gegner John Chowns geht für seinen YouTube-Kanal Johnny Release TV an den Start. Der Dortmunder fischt am liebsten an einem Baggersee, dessen Name er nicht verraten möchte. Seine Lieblingsfischart ist der Barsch. Überlisten tut er diesen Raubfisch vorzugsweise mit Finesse Rigs. Der beste Fisch seiner Angelkarriere war ein 54er Barsch. Johnny ist dieses Jahr erstmals im Turnier dabei. Sollte er weiterkommen, würde er gerne gegen Dietmar Isajasch antreten. Hallo liebe Hecht- und Barsch-Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom YouTube Predator Cup. Wir sind heute im Achtelfinale. Zu meiner Linken, beziehungsweise von euch Rechten, John Chowns. Erstmals im Turnier dabei. Richtig ausgesprochen. Schön, dass du dabei bist, Johnny. Dankeschön. Finde ich wirklich cool. Ja, mich freut es auch wirklich. Und zu meiner Rechten, Tobias Eckwall, Finalteilnehmer vom letzten Jahr. Toby, it's really nice that you are in the tournament again. Yeah, it's fun to be back here in fishing, because it was very fun last year. And I hope it's gonna be this fun this year as well. But I bet it's gonna. Die erste Stelle gibst du vor. Ja. Aber beziehungsweise in der ersten Halbzeit gibst du alle Stellen ja, vor. Leider. Wir sind jetzt hier am Hafen von Wilhelmstad. Genau. Was kannst du zu dieser Stelle sagen? Welchen Fisch möchtest du hier fangen? Also ich habe mir einen Plan gemacht. Tobi ist natürlich ein sehr, sehr guter Allround-Angler, würde ich mal sagen. Und ja, hier kann man natürlich alles fangen. Hecht, Zander, Barsch. Also ich habe mir einen Plan gemacht. Gleich als erstes Fische eben habe ich mir gesagt, wenn ich hier einen Zander fange, würde ich gerne auch den Spot wechseln. Ich bin jetzt mal so fair und sag es, weil danach, wo ich danach hin möchte, ja, ich sag mal, wird auf jeden Fall eine lustige Geschichte. Ich habe ja schon ein bisschen was erzählt. Jetzt will ich euch eigentlich auch gar nicht zu lange aufhalten. Die Köder müssen nass sein, ab ins Wasser und ja, good fishing, guys. Thanks. Tight lines, mate. Tight lines. Yeah, no good luck. Yes. Yeah, I have some bananas if you want. Yeah. No, only on the boat. Tobi und Johnny haben insgesamt 6 Stunden Netto-Angelzeit, 5 möglichst große Wertungsfische zu fangen. Maßige Barsche, Hechte und Zander, die regulär mit Kunstködern gefangen werden, bringen Punkte. Dabei wird die Gesamtlänge von Barschen in Zentimeter mal 2, die von Zandern mal 1,3 und die von Hechten mal 1 multipliziert. Schleppfischen ist nicht erlaubt. Wem es gelingt, 2 maßige Zielfischarten zu fangen, bekommt 10 Extrapunkte. Für die dritte Zielfischart gibt es nochmal 20 Punkte dazu. Also insgesamt 30 Extrapunkte für einen Hattrick. Die Partie wird vom Ufer ausgetragen. Das Los hat entschieden, dass Johnny zuerst die Stellen vorgibt. Okay, it's on. 3 hours from here. Okay, let's do it. Tight lines, mate. Tight lines. Ich habe gerade den Holländer mal gefragt, ob er was gefangen hat. Also das ist so, wie ich verstanden habe, seit 6:30 hier einen Zander gefangen. Puh, hört sich nicht gut an, ne, Leute? Ist auch ein krasser Wetter aber schon. Ihr seht, braun gebrannt, als ich aus dem Urlaub komme. War aber gestern auf dem Fluss angeln. War heute jetzt hier den ganzen Tag bewölkt. Eigentlich gut. Aber so ein Wetterumschwung, der kann auch den Fischen ganz schön auf den Magen schlagen. I have never fished this spot before, and but I'm looking to see a little bit what he's doing, but he's actually fishing a little bit weird rig. So I'm starting with
the Flatnose Mini as usual when I'm in the YouTube Predator Cup. And here it's quite murky water, so I want to go with some bright colors. It's really important to catch a fish as early as possible, I think, because then you get a little bit more confidence in your fishing. So I'm going with a quite small lure, because this Flatnose Mini catches, like you saw the last year, everything. Perch, sunder, pike. I just hope this will turn out great. So, what's the smallest bait what you have with you? Well, you wonder. Yeah, I'm only asking. Is your tactic to go for small perch? Yeah, I want to go for small perch. 1 centimeter. Really? No, maybe 5. Ah, okay. Is it small enough? Yeah, that's good. Otherwise, I'll steal some lures from you. Yeah, you can take some baits from me. That's not really. I can give you some baits from me. That's no problem. Ja, das ist ja schon mal gut, dass er kleine Sachen bei hat. Für meinen Plan gleich. Vielleicht einen kleinen Tick zu groß. Mal schauen. Seid gespannt. Wird auf jeden Fall richtig lustig. Fisch, 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 Fisch! Ja. Ja. Oh, ah, yes! Game! Great start! Hormone! Congratulations, mate. Yeah. Oh, no, don't let it jump into the water. I'll take it. This is a good perch. Yeah, it's very good perch. The Swedes are back at it again, and look at this perch. It's a very good tournament perch, because I think it's going to give me quite much points. But look at it, it's extremely fat. It's going to be fun to see how long it is. Let's take and measure it. Time to see how long it is. It's there. 38. Yeah, 38. So it's a good perch. Yeah. Yep. Bye, bye, beauty. Yes, good start. This is exactly what I wanted. Das ging fix. Tobi erwischt einen Traumstart und bringt die ersten Punkte auf die Anzeigetafel. 38 cm Barsch bringen ihm 76 Punkte. This perch I caught straight underneath here. It's like a good edge. And what I've seen when I'm casting here is it's quite shallow around here, but right in front of us there's like a deep hole. And I think there are more fish there, so I'm gonna fish that deep hole with different lures, see if I can to catch another one, because if I catch another one in that size, I think it's going to be quite hard for him to catch up, but who knows. Du bist hinten, Johnny? Ja, ein Barsch, das kann man ja noch verkraften. Absolut, absolut. Aber hat das jetzt irgendwelche Auswirkungen auf deine Taktik? Nee, ja, also ich hast ja gerade gesehen, ich hatte gerade einmal gewechselt den Köder, bin auch sofort vom Kopf auf Barsch gegangen, hab mich, ich sag mal, aus meinem Plan ziehen lassen, aber verfolge ihn jetzt wieder. Also du versuchst nach wie vor einen Zander zu finden. Ja, ich brauche einen Zander unbedingt. Okay, schau, okay, schau. Und? Do you take the net, Sonny? It's killing me! It's a Zander! Oh, I thought it was a perch, but I think it's approved at least. Let's see. It's big enough. Yeah, I think. I hope you caught. Yeah, it's bigger, I think. Yeah, it is. Yeah, it's... Wait, it's 30... A little bit more in front. It's 44. 45. 45. It's exactly 45. Yeah. Ja, Leute, er macht's mir nicht leicht. Mein Plan, einen Zander zu fangen, hat er mir vor der Nase weggefangen. This is a really good start for me. I think we're gonna catch a lot more fish. So I do not feel safe with this Zander. But I got my confidence up now, so it's all good. Die nächsten Punkte für Tobi. Für die Länge gibt es 58,5 Zähler. 10 Extrapunkte kommen für die zweite maßige Fischart hinzu. Wie reagiert Johnny? Ja, mein Plan war es ja, einen Zander zu fangen. Ich hatte gedacht, Kickback-Rig kann man richtig weit rauswerfen, aber irgendwie fängt er mir hier direkt vor der Nase die Fische. Also, ich da es gerne schnell mag, habe ich einfach Karabiner Kickback-Rig reingegangen. Jetzt steige ich natürlich auch auf den Jig um. Ich sag mal, mit dem Barsch lasse ich mich jetzt nicht ganz so aus der Ruhe bringen, aber mit dem Zander ist natürlich doof, bin ich ehrlich. Weil ich mir gedacht habe, fängst du einen Zander und machst einen Platzwechsel. Jetzt hat er natürlich auch den Zander.
Ja, bitter, ne? Aber ich lasse mich nicht aus der Ruhe bringen. Bin ja immer sehr chillig. Der hatte so eine gelb-goldene Farbe drauf. Jetzt habe ich natürlich den Booster statt. Ich probiere es mal. Bobby, don't make it easy for me. Das ist mein Plan. Ja. Yeah. Yeah. Alter Junge! Ja. Big Perch! Big Perch! My God! What can I say? Nothing. You are a lucky guy, boy. Yeah, lucky you're fishing with the right lures or whatever. Or maybe a good fisherman. Thank you. I think this perch is the same size as the other one. And always when you catch like one perch, they're often more. So probably I could maybe catch another one. So I'm gonna measure this one quickly and then keep on fishing. 39, 39, can I get to 39? Yeah. Is it okay? Yeah. Perfect. So a little bit bigger than the last one. Lots of good points earned right there. Now I'm gonna release it. Tobi zieht den nächsten Barsch an Land und baut seinen Vorsprung auf 222,5 Punkte aus. Langsam muss Johnny auch etwas gelingen, wenn er mit diesem Schweden heute mithalten will. So, Johnny hat einen Platzwechsel angesagt. Wir angeln jetzt hier also nur noch 15 Minuten. Was ist der Grund dafür? Du möchtest hier... Ja, also mein Plan war es ja, hier einen Zander zu fangen und abzuhauen, aber jetzt hat er ja 220, 230 Punkte grob und meine Taktik ist jetzt schon fast gesprengt für meinen nächsten Spot. Aber ich könnte noch einen Ausgleich schaffen. Er könnte, wenn er dort auch Fisch fängt, klein bisschen in Führung gehen. Deswegen, Tobi, the spot is too dangerous for me, you too dangerous for me. Oh, Fisch! No! Always when I talk with you! This one is good. That's horrible, mate! Yeah, but this one is good. Das gibt's doch nicht, ey! Jedes Mal, wenn ich mir den Quatsch und pöppe, dann raus! Thank you. Can you please talk a little bit more? Yeah, I talk for you. Always, blah, 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 blah. When he's talking with me, I'm making these spin pauses, and then I catch the big one. Oh, ey, das gibt's doch nicht, Leute. Gerade bei der Moderation kriegt er auch einen drauf, Alter. This was like crazy that I caught that mean one here, who wanted to change spot. But all of the fish I've caught lately has been on this, the piglet from Strike Pro, and in our own color from Canal Gratis, the Okiboy perch. Works really good here for both Sander and for perch. Now it's time to see how long it is. And I think this one is a little bit longer than the last Sander. It is 53 centimeters. Yeah. Wahnsinn! Tobi ist on fire. Der nächste Zander und die nächsten Punkte. Das einzig Positive für Johnny, er hat noch jede Menge Zeit, um den Rückstand umzubiegen. Ich habe es gerade noch gesagt, ich habe noch so Restbestände von K-Tech dabei. Und noch einen. Und ich wette mit dir, und jetzt gerade kriege ich den Tock schwanzweg runtergezogen. Erst hat man kein Glück, jetzt kommt er noch Pech. Und das ist der einzigste davon. Jetzt steige ich um. Ja, ein bisschen zu groß der Jig, ne? Aber egal, ne? Ja, das sind die Klonschätz. Ich gehe nur noch mal kleiner. Sieht ein bisschen grob aus, aber egal. Ah, ärgerlich, ärgerlich. Ach, so ist das, ne? Sollen wir machen. Da sieht es aber. Ein sehr guter Angler, ein ja, guter Angler nebeneinander. Werfen in dieselbe Richtung und einer fängt und der andere nicht. Ich kenne es von meinen Guidings. Gestern war ich mit Song Q unterwegs, auch große Zander. Er fängt große Zander, ich stehe daneben und fange nur kleine. So ist das mit Angeln. Es gehört auch ein bisschen Glück dazu. Und Können. Ihr seht's. Oh, ey. Another one. Alter,
Gleich raste ich aus. Tobi, ich raste aus. Enrico, mein Freund, du siehst es, der Kollege fischt deine Köder. Shetties, eine Bank. Watch out, the next fish I get on and I lose it. 2 minutes left here on this spot. Come on, Sander. Sei denn, du überlegst es dir anders und willst doch hier bleiben. Come on, fight. You catch the most fish, can you carry my bag to the, my car? How much do you pay? So, erster Spotwechsel des Tages. Johnny hat seinen Plan an der ersten Stelle einen Zander zu fangen nicht umsetzen können, wollte aber trotzdem jetzt den Spot wechseln. Wir fahren jetzt an einen ganz, ganz kleinen Kanal mit so einem Endhafen sozusagen. Und ja, dort will er Barsche fangen. Da sind auch richtig große Hechte drin. Aber das ist nicht der Zielfisch. Er möchte jetzt mit ganz, ganz, ganz leichtem Tackle erstmal ein paar Punkte in die Wertung einbringen. Und ja, ich bin sehr gespannt, ob es klappt. Auf jeden Fall eine Angelei, die wir hier im YouTube Predator Cup nicht häufig sehen. Mit Ultralight Tackle auf Barsch zu gehen, ist bestimmt spannend und abwechslungsreich. So, meine Lieben, jetzt sind wir am nächsten Spot angekommen. That's the bait, the kind of bait for live fish here. Ah. Very small. Very small. Yes. Okay, you too. Yeah, here you can catch as well some bigger perch here. Mm-hmm. But big pike also. Yeah, they are as well here. But yeah. We'll see. To catch a small perch is easy, very, very easy normally. But to catch a big perch, it's not easy. Yeah. But if you need some small baits, I can give you. Perfect. I can give you some, that's no problem. Sure. Maybe it can be a very, very quick number here. You know? Yeah. Yeah, maybe 10 cast, 5 perch. Okay. Maybe. Toby has his lure. Yeah. Yep. Go. You ready, mate? Yep, I'm ready. Oh, let's fish. Oh. Fuck, it's so much bait fish. Yeah, it's all about here. Yes, I got one. A monster perch! That's not 22, oh? No. I wouldn't say so. Ja, okay, der ist ein bisschen zu klein. Aber Leute, ich habe mich entschneidert mit einem wahren Giganten, Junge. Ich gehe schon mal nicht fischlos nach Hause. Tobi? Yeah. I'm coming closer. Yeah. I'm gonna switch to drop shot because I think this lure is a little bit too big for this small one. I just want to fill my paper with one more fish. I'm gonna switch to drop shot really fast. Already pre-tied rig and then just a double grinner. Cut the knot and then I'm gonna use the scissor comb, and it's a small bait, but he's using a micro bait, like it was really small, but I don't need to catch these like small perch. I want these ones since I already have 4 decent fish, so I don't need to go super small at the moment. Perfect for big perch. Toby, if you catch here a big one, I go home. Statt sie größer werden, werden sie kleiner. Was ist das? Aber ich erwische schon was. Hoffentlich. Für die Wertung. How many fish you got, Toby? 4. 4, oh, I got 2. Oh, oh yeah.
dritte Barsch jetzt hier, ne? Ich komme den Tobi näher, er hat ja 4, ich habe schon 3, aber irgendwie habe ich so mit 15 cm gerade angefangen, konnte mich jetzt gerade auf 7 runterarbeiten. Also nehme ich einen etwas größeren Köder. Vielleicht ist der echt zu klein. Bevor ich jetzt hier noch 100 Sizzlemänner fange und keiner in die Wertung geht, ne, nehme ich wohl lieber einen guten alten Twister. Fisch on. Yeah, you got a fish? Yeah. A better one? I think we should measure it. 25? 22. 22? Yeah, let's measure it. Maybe. We'll see. I don't know. 22 centimeters. Now I have 5 fish. So that's really good. Now I think it's going to be hard for you. Time to put it back. Yeah. Tobi zeigt mir, wie man an meinen Spots die großen Fische fängt. So, ja. Toni lacht hinter der Kamera. Ne? Ist schon hart, ne? Was soll man machen? Bittere Pille. Der erste Wertungsfisch am neuen Spot verkürzt den Vorsprung nicht, er vergrößert ihn. Johnny wartet weiterhin auf seinen ersten Fisch. Man muss sich auch über den kleinen Fisch freuen, ne? Wer den kleinen nicht ehrt, ist den großen nicht wert. So ist das. I got so much attack. Yeah. Oh. Yes, that's a 22. That's one. Yeah. Oh, bitte. I hope so. No, I don't think so. Come, baby, 22. Yes, mein erster Wertungsfisch. Ich habe mich noch nie über so einen kleinen Barsch so schnell gefreut. Wow, I'm so happy. Na also. Nun ist auch Johnny im Spiel und die ersten 44 Punkte sind auf der Habenseite. Noch ist es ein weiter Weg, aber ein Anfang ist gemacht. During this day, I'm mainly gonna use the Gunky Shooting series. And what I would like with these rods is that you can do a lot of different types of fishing with just one rod. And since I'm flying here, I'm very limited with what I can bring. And as you can see now, we're fishing for small perch, and it works perfectly. I can feel everything with this rod tip. And when I fished the spot before, I had enough strength to really set the hooks on the bigger ones. So that's what I like with this rod. You have really sensitive rod, but still a good backbone in the rod. And that's perfect, then you can fish like everything. Oh, you got luck. It don't comes in the... Ja, kleinen Rampen, Leute. Ja, zählt leider nicht, kein Wertungsfisch. Ja, Leute, so geht's. Ihr seht's. Johnny's back in the game, mate. Since I've already caught my 5 fishes, I'm now gonna upsize to a little bit bigger bait, because if I catch one more small perch here, it doesn't matter at all. So the only thing I need now is a bigger perch, so bigger bait, bigger fish. Toby, you're taking the lead. Yeah, I'm in front with the numbers. Finish the cast. Okay. Time is stopped. Wir gehen jetzt zur dritten Stelle, die Johnny für heute angedacht hat. Ja. Eine Stelle, an der du nicht gefischt hast in letzter Zeit. Also ich bin ehrlich zu dir, ich habe nirgendwo gefischt, weil ich keine Zeit hatte. Ne? Als alleinerziehender Vater ist das manchmal nicht ganz so leicht. Aber Leute, der Toni bringt mir Glück. Hey. Ja, okay, schade. Also mein Plan war ja eigentlich hier 25er, 20er Barsche zu fangen. Leider hat nur einer geklappt. Er hat natürlich auch seinen Wertungsfisch gekriegt.
An der nächsten Stelle sind aber große Fische zu erwarten, große Barsche, große Zander, dicke Hechte. Es kann am Ende, tatsächlich kann dieser eine Barsch für dich wertvoll sein. Ja. Beispielsweise, ihr fangt jetzt nur noch Zander zum Beispiel. Dann hast du immerhin deine zweite Fischart gefangen. Sind alles Mutmaßungen, wie es weitergeht, werden wir gleich sehen. Hauptsache, wir haben alle Spaß. Oh. Auf jeden Fall. Ja. Say yes. Yes, stimmt. Stimmt. Alles gut. Du bist so ein geil, Kollege. Ist so geil. Yes, alles stimmt. Los geht's. Los geht's. Die dritte Stelle von Johnny brachte schon in der Partie zwischen Enrico, die Ventura und Herbert Ziereis große Fische, allerdings zu einer früheren Uhrzeit. Sehen wir mal, ob der Spot auch bei Tobi und Johnny funktioniert. Ja, Leute, Zander frisst Zander. Das war definitiv ein großer Zander. Ich habe ihn ganz kurz dran gehabt. Jetzt fragt euch natürlich, woher weiß ich, ein Zander war. Es war so ein vorsichtiger Biss, es war wirklich nur so ein... Nur ein Hauchen, das war noch nicht mal ein Tock richtig. Und das ist meistens um die Jahreszeit, das ist meine Erfahrung. Weil ich ja natürlich super viel durch meinen Job im Wasser bin. Das war ein richtig guter Fisch. Also ich würde mal behaupten, Minimum 70 plus. Minimum, wenn nicht sogar noch größer. Angehauen, ich habe den noch nicht mal, es war einfach wie ein Brett. Einfach und dann ein Kopfschlag weg. Ja, also das Glück ist heute aber nicht auf meiner Seite. Shit, kann man nichts machen. This is the most dangerous spot for me because here there are kind of hard fishing, but there are swimming some really big perch here, and we catch like a 50 centimeters perch, and that's not that unlikely that he does here. It will be quite hard for me. Still, I'm up for like three fish, but where we're going next, I don't think we're gonna catch that many big fish, but I think there's plenty of fish there to be caught, so I just don't want him to catch a big one at the moment. Alter Tasche. Braucht man nicht mehr gut in den wegschmeißen. Letzten 6 Minuten, Jungs. Wie Casio sagt, 6 Minuten. Ich habe jetzt noch einmal den Platz gewechselt. Einmal hier rüber. Nehmt auf Texas Rig. Bin ich jetzt umgestiegen mit einem Yuki Bug. Oh na. Wer weiß. Vielleicht schaffe ich es ja noch einen dicken Barsch zu kriegen. Zählt doppelt. Ich glaube, kriege ich eher als einen Meter echt. Mal schauen. You ready, mate? Ready? Ja. Come on. Let's do it. It's a big one. Oh no, don't try it. That's a big one. Okay, guys. Halftime. So, wir haben Halbzeit. Aktuell für Tobi relativ deutlich. Jetzt gehen wir aber an eine Stelle, wo Tobi Frequenz verspricht. Es kann also sehr gut sein, dass wir bald auch bei Johnny ein volles Scoreboard sehen. Ich bin gespannt, was uns bei Tobis Stelle erwartet. Ich glaube, es geht um Streetfishing. Wir werden es gleich erfahren. Tobi, it was a good first. It was halftime. It was very fun to fish against you. Yeah, you're very fine guy. Yeah, really. It was good. But now we have 3 more hours. Yeah, we make a break. Ich habe den Tobi jetzt gerade eingeladen. Ich koche jetzt einen Nudelcup. Ich habe Benzinkocher in meinem Auto. Krieg da mal gute englische Küche. Perfect. Let's do it. Thank you.
Du guckst gerne YouTube Predator Cup und möchtest uns bei unseren Videoprojekten unterstützen? Das ist ziemlich einfach. Jeder Einkauf im Hecht und Barsch.de Online-Shop, aber auch jeder gekaufte Leck mich am Barsch-Artikel bei dir im örtlichen Angelladen, egal ob Drunkbait, Köfi oder Finessfilet, ist sehr wertvoller Support für uns. Vielen lieben Dank für deine Unterstützung und jetzt viel Spaß beim weiteren Verlauf der Sendung. So, Teil 2 der Geschichte beginnt jetzt. It was quite a drive. Yeah, it was. But now we are in Amersfoort to do a bit of street fishing. We are, and I think it's going to be good because the fishing has been quite slow here recently, but my friend said that he was like 100% sure that we're going to catch a fish here. So let's hope we're going to catch some decent one. And actually there's quite big sanders here. He said that it's quite common to catch 80 centimeter sanders in these waters. Oh really? Yeah, it is. That sounds good. Zu eurer Info, nur dass ihr Bescheid wisst, wir haben die Regeln auch etwas verändert, was die Spotwahl betrifft. Wir haben festgelegt, dass alle Angler uns vorher ihre Spots geben müssen, bevor sie wissen, ob sie in der ersten oder in der zweiten Halbzeit fischen. Das heißt, wir sind jetzt hier an einer Stelle, an der Tobi auch geangelt hätte, wenn er zurückliegen würde. Das nur ganz kurz am Rande. Let's do it. Let's do it. Let's catch some fish. Let's do it. Was soll ich sagen? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das wird so eine ganz harte Nummer. So, entweder es kracht und es kommt was Gutes raus oder nichts. Ich angle ja selber sehr viel in Holland, so wie die meisten wissen. Eigentlich angle ich ja fast nur in Holland. Ist ja mein zweites Zuhause und ich kenne solche Gewässer und die sind eigentlich scheiße. Sorry, ich sage, aber ist echt so. Klar, beherbergen die große Fische, Schätze, das sind dann wahrscheinlich so Glücksfische, die mal draufgehen. Also, ich kann es mir nicht vorstellen. Das erinnert mich ein bisschen so an Matze Kochpolder. Ich schmeiße jetzt meinen Köderfisch unter die Brücke und warte mal, dass was Großes beißt. Weil der Spot allgemein natürlich sieht er geil aus. Ihr seht, es sieht ein geiler Spot. Boote hier, da Boote, die Fehler, die Brücke. Aber wir feuern jetzt die ganze Zeit hier ohne Biss. Ich weiß nicht. Mal schauen. It was worth a try to fish there because my friend said it was a little bit deeper in the middle here and it's quite hard to fish there from here, so I really needed to go down there and do a little bit of parkour, but it didn't work out this time, but I think we should go to the next spot now. This was just like a quick stop. Spotwechsel. Johnny nutzt die Gelegenheit, sich bei den Einheimischen nach den wirklich wichtigen Dingen zu erkundigen. Sender hier? Yeah? Big ones? Big ones? Yeah? Pike? Bass? Young ladies? Also, ich kann es immer noch nicht glauben, dass hier große Zander drin sein sollen und Barsche. Klar werden sie hier sein, aber dass man hier so richtig abräumt, ich weiß nicht. Für mich erinnert das irgendwie, habe ich ja schon gesagt, an so eine Hechtgeschichte. Now I tried for a little while for this flatness mini, but it's quite a small place and I've made like 5 casts. So therefore I think all the pikes or perch or something that's here have seen this bait, so I'm gonna switch to something completely else. Now I'm gonna try the flatness mini dragon tail, and as you can see the last one has a paddle tail, this one has this dragon tail, so a little bit of different action, and this lure is actually a little bit smaller as well, a little bit, yeah. Smaller profile, so hopefully I'm gonna catch a small perch, but I don't want it to be too small either. Yeah. And it was bad. It's big. Pike. No, it's a bream! No. Normally I catch the breams! Jungs, ab heute Brassenkönig! Okay, funny.
Now you got the, in Germany, den Brassentitel. Brassam, ja. Ich bin der Brassemeister. Ja. Bye bye. Do you want to give me 5 minutes? I'm good, I'm good. Ja, ich habe ja gerade gesagt, dass das mehr so für mich ein Hechtgewässer ist. Da vorne war gerade ein Posenangler. Mit Pose und Köderfisch bin ich am Angeln. Hier vorne haben wir einen Holländer, der mit Blinker angelt. Ja, und macht gerade den ersten Wurf. Strafverfahren und mein mega teures Lipless Crankbait ist da reingeflogen. Da sage ich doch mal danke, Uli. Boah, ich könnte voll abkotzen. Alter, das scheiß Ding hat 27 Euro gekostet. Dann habe ich aus Japan bestellt und, keine Ahnung, gefühlte 2 Monate drauf gewartet. Zum Glück habe ich noch welche. Da, er hat einen guten Fisch drauf. Da, er hat einen. Yeah, yeah. It's 68. Sorry. Eight. Yeah. Okay. Yeah, okay. Yeah. Crazy sounder. Took like we haven't had a bite yet, but we have seen a lot of eyed jumping. But out of nowhere, this very nice sounder come and took my bait in the middle, like in the river. It's a really good sounder. I want to release it as fast as possible so I can get back to the fishing. Bye bye. Oh. They are strong. Yeah, there's a lot of sounders here. My friend Daniel Weyers is like the person that helped me the last year of you to Predator Cup to find good spots, and now he's helping me again. So thanks to you, Daniel Weyers. Big thumbs up. Ein Teufelskerl, dieser Tobias Eckwall. Obwohl die Fische in der zweiten Halbzeit überhaupt nicht in Beißlaune sind, holt er aus dem Nichts einen 68er Zander ans Ufer und hat nun 379,8 Punkte auf dem Konto. Der einzige Hoffnungsschimmer für Johnny: es gibt gute Fische an diesem Platz. Das wurde soeben bewiesen. So, zweite Halbzeit hat jetzt auch einen Fisch gesehen, und zwar einen echt guten. Wir waren beide ein bisschen skeptisch, Johnny und ich, wie es hier so ums Fangergebnis bestellt ist. Aber Tobi hat wieder bewiesen, dass... Diesmal hast du mich unterbrochen, ja? Sonst unterbricht er uns ja immer mit irgendwelchen Drills. Ach so, ja. Diesmal hast du mich unterbrochen, aber es ist nicht dein Tag. Kein maßiger Fisch. 2 cm zu klein. Ja, ich mache Werbung für mein neues Guiding-Unternehmen. Also wenn einer Zisselmänner fangen will, ne, ist er bei mir genau richtig. Nein, aber im Ernst, immerhin haben wir jetzt hier Fischkontakt. Ja. Es sind auch noch 2 Stunden Zeit. Ja. In 2 Stunden kann man viele Fische fangen. Ja, aber ich hätte es nicht gedacht, dass hier so Zander drin sind. Also klar, dass der eine oder andere rumschwimmt, ja, aber dass hier, dass man hier wirklich vielleicht sogar Frequenz angeln kann, hätte ich nicht gedacht. Wobei, als wir hier angekommen sind, hast du direkt gesagt, von der Wasserfarbe her, gutes Zandergewässer. Das habe ich gesagt, ja. Aber war so still, so monoton. Okay, ich konnte jetzt auch keine Hausaufgaben machen und gucken, wo mündet der. Ja, so könnten vielleicht, sag mal, eine gute Zanderpopulation herkommen, wie wenn das jetzt zum Beispiel in die Wahl reingeht oder in die Eisel gehen würde, dann könnte man sagen, okay, ne. Und trotz Stahl. Ja, was soll man machen, ne? Ist halt so. Übrigens kam der Zander auf meinem Booster-Shirt. Ihr seht, Chartreuse Lime, mega geiles Gummi, sehr haltbar. Wir haben jetzt noch etwas mehr als 1,5 Stunden. Bin gespannt, ob das Johnny vielleicht noch hilft, er noch den einen oder anderen Fisch kriegen kann. Ein bisschen Zeit ist noch, aber klar ist natürlich auch, Tobi hat jetzt 5 gute Fische in der Wertung und es wird natürlich nicht einfach.
Leute, Leute. Auf was habe ich mich nur hier eingelassen? Schniepelangeln vom Allerfeinsten. Mein Vater würde jetzt sagen, entweder man kann es oder man kann es nicht. Anscheinend kann ich es. Johnny, ja. Du hast mir vorhin ja erzählt, ich bin aufmerksam geworden auf deine Uhr, weil Casio auch eine Casio ist. Ich trage ja so eine. Und du auch gesagt, ich habe schon gesehen, du hast das ganz neue Modell. So ist es, und du hast auch erzählt, dass du sehr viel den Luftdruck checkst. Auf jeden Fall. Als Guide. Ja, 100%. Dafür ist die Uhr wirklich. Ich habe dir schon ein paar Videos eingebaut. Das kann ich auch nur jedem empfehlen. Was Johnny in dem Zusammenhang auch gesagt hat, war, dass er die Uhr nur zum Angeln tragen darf, weil es die Uhr von seiner Ex-Frau ist. Genau. Und deswegen darf seine jetzige Freundin diese Uhr nie sehen. Genau. Sie hasst sie, die Uhr. Sie hasst sie. Es gibt gute Neuigkeiten. Schade. Nee, macht nichts. Gute Neuigkeiten für dich. Weil, sag nicht, du schenkst mir diese Uhr. Ich übergebe dir die sehr gerne. Vielleicht als Preis für den kleinsten Fisch des Turniers bisher. Ja, also, achso, das würde ich sagen. Den 7 cm war schon top niemand. Den muss man erstmal fangen. Aber ich hatte einen Biss. Oh, schade, jetzt habe ich dich abgefangen. Nee, ich habe ja angehauen. Ich habe sehr spitz gebissen. Ich hatte das Gefühl, bei dir ist die Uhr gut aufgehoben, weil du eben jemand bist, der tatsächlich mit diesen technischen Features auch was anfangen kann und sie auch nutzt. Das macht nicht jeder. Hast du eine Verpackung für mich? Eine Verpackung habe ich auch, sogar ein Ladegerät. Echt auch? Ach, da muss ich aufladen mal was? Die musst du am besten einmal pro Nacht, wie ein Handy. Also okay, wenn du sie viel die nutzt. Die läuft über, ich glaube, Mondphase, Uli Bayer Style. Ja, Uli Bayer Style. Nee, die läuft über Solar. Ach so. Weil ich, ja, egal, okay. Mondphase, Uli Bayer Style. Lieber Max. Maximilian. So ist es. Gut, also Verpackung tatsächlich. Ja. Achso, da liegt sie sogar. Seht, ich hab gar nicht mitbekommen. Mann. So konzentriert am Angel, der Johnny. Das ist doch ein feiner Kerl. Darf ich was dazu sagen? Du darfst was dazu sagen, okay, vielleicht der eine oder andere, der vielleicht auch meine Videos verfolgt, der sieht, dass ich in jedem Video mittlerweile immer so Gewinnspiele mache. Ich verschenke, also wie sagt man, ein Gewinnspiel mache. Ja. Und irgendeiner kann immer was Tolles gewinnen. Ja. Und damit ich dann die Uhr meiner Ex loswerde, ich weiß nicht, wie wir es machen, ich kann sie ja selber verschicken, aber ich zeig's euch mal. Könnt ihr mal einfach was zu der Folge von mir und Tobi sagen, wie die war, wie die euch gefallen hat, auch wenn ich kleine Fische gefangen habe. Also ich fand es natürlich sehr geil, war sehr freundlich, cooler Gegner, geile Stimmung. Also könnt ihr meine abgerockte Uhr gewinnen, Leute. Ne? Ich weiß nicht, ob sich jemand darüber freuen würde. Glaube ich schon. Ja, aber an die Johnny-Fans da draußen. Sie ist voll funktionstüchtig. Genau. Und Baby, ich liebe dich und die Uhr geht bald weg. Kannst du glücklich sein. Sie wird sich freuen. Sehr gut. So, also bevor Johnny sich's anders überlegt, kassiere ich die einfach direkt ein. Und dann, dann, was ihr genau machen müsst, findet, also Kommentare, glaube ich, ist eine gute Idee, aber mit Teilnahmeschluss und so weiter, Gewinnspielbedingungen, sowas findet ihr alles unten in der Videobeschreibung. Einfach mal reingucken. Und ja, dann wird sich ein Johnny-Fan über ein Unikat freuen dürfen. Trag sie in Ehren, mein Lieber. Trag sie in Ehren. Leute, es war ein interessanter Angeltag mit euch. Ja. Es war vor allem mit dir sehr witzig. Ja. You took care about the fishing. Ja. You about the funny jokes. Ja. Also important for a good show. Thank you very much. Guckt auf jeden Fall mal auf Johnnys Kanal vorbei. Unten in der Videobeschreibung findet ihr den Link. Genauso wie den Kanal von Tobi, Kanal Gratis. Ansonsten, ja, wir freuen uns natürlich wie immer über einen Kommentar, wie euch die Sendung gefallen hat. Wir freuen uns sehr über einen Daumen nach oben, über neue Abonnenten sowieso. Und falls ihr den Kanal schon abonniert haben solltet, achtet darauf, ob die Glocke aktiviert ist. Dann werdet ihr benachrichtigt, wenn die nächste YouTube Predator Cup Folge online geht. Solltet ihr auf gar keinen Fall verpassen. Vielen Dank fürs Mitmachen. Vielen Dank. Thank you. Thank you. I'm waiting for a special thing. Yeah, I was about to say it. Don't forget that Swedish anglers are the best. Very important. Very fun. Very fun. Yeah, it was very, very good. Very fun to meet you. It was a very fun day fishing with you. Yeah, it was. Had a little bit. Not so much luck. Yeah, you had a little bit of luck, but that's fishing sometimes. No. Fun day out.
In Germany we say, wir gehen angeln und nicht Fische fangen. Yeah, true. It's fishing, not catching. I know that. I know that. If you know our videos, we know that. Ja, ab und zu passiert. Ich habe immerhin mehr gefangen wie er. Über more than you. Ja? Also Leute, Applaus jetzt hier. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Auch wenn John Chowns heute 2 Fische mehr fangen konnte als Tobias Eckwahl, spricht der Endstand eine ganz andere Sprache. Tobi gewinnt klar und zieht in die nächste Runde ein, wo er auf Jan Pusch treffen wird. Nächste Woche seht ihr aber zunächst das letzte Achtelfinale, in dem Veit Wilde auf Qualiturniergewinner Hassan Duran trifft.